In dieser Keynote-Anleitung erfahren Sie, wie Sie für Ihre Schülerinnen und Schüler halbfertige Präsentationen zum Ausfüllen erstellen können. Öffnen Sie dazu zunächst die Anwendung Keynote. Hier können Sie den Speicherort für Ihre spätere Präsentation bestimmen. Wenn Sie eine Präsentation erstellen wollen, klicken Sie auf Präsentation erstellen. Zunächst wollen wir uns jedoch das fertige Ergebnis anschauen. Sie sehen eine Folie mit Platzhaltern, die von den Schülerinnen und Schülern befüllt werden können. Wir haben hier heimische Laubbäume wie die Eiche, die Linde oder die Birke. Die Schülerinnen und Schüler haben die Aufgabe, die Platzhalterfotos durch eigene Fotos zu ersetzen. Das heißt, sie sollen auf dem Schulhof oder als Hausaufgabe zu Hause die Blätter fotografieren, die zu den Bäumen entsprechend passen. Dazu können die Schülerinnen und Schüler auf das Plus drücken bei den Platzhaltern und entweder ein Foto oder ein Video, welches sie gemacht haben, zum Beispiel zu Hause mit dem Smartphone, einfügen, oder sie können direkt am iPad ein Foto aufzeichnen und verwenden. Drücken Sie zunächst auf Präsentation erstellen. Im folgenden Menü wählen Sie den Punkt Thema auswählen. Sie können nun aus einer Fülle von Vorlagen wählen. Für diesen Fall empfehle ich eine einfache weiße Vorlage. Die Mustertextfelder benötige ich für diese Präsentation nicht. Ich tippe daher einfach auf das Feld und lösche das Mustertextfeld über das Menü. Dasselbe mache ich mit dem Untertitel. Zunächst möchte ich nun die Folie entsprechend gestalten. Das kann ich über den Pinsel tun. Ich kann hier unter diesem Menüpunkt den Hintergrund verändern und entsprechend aus einer Reihe von Vorlagen auswählen. Ich nehme hierfür einen grünen Hintergrund. Tippen Sie nun auf die Folie, um das Menü zu verlassen. Nun ist es an der Zeit, ein Foto einzufügen. Das können Sie in der Werkzeugleiste über das Plus tun. Wenn Sie draufklicken, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie unter Fotos und Videos sind. Sie können nun ein Foto aus der Mediathek herausziehen und in die Präsentation einfügen. Sie können aber auch direkt mit der Kamera ein Bild aufnehmen. Wenn Sie direkt mit der Kamera ein Foto aufnehmen wollen, das Sie als Platzhalter verwenden können, dann drücken Sie nach Aufnahme des Fotos bitte auf Foto benutzen. In diesem Fall wähle ich ein vorhandenes Foto aus. Das Bild ist nun zu groß für das Vorhaben. Indem ich an einem der blauen Punkte ansetze, kann ich das Foto entsprechend verkleinern. Für dieses Projekt benötige ich 8 gleichmäßig große Felder und das berücksichtige ich an dieser Stelle bereits. Ich kann nun, solange das Foto noch angewählt ist, auf den Pinsel gehen und das Foto als Platzhalter verwenden. Dazu gehe ich auf den Menüpunkt Bild. Ich aktiviere nun die Funktion als Platzhalter festlegen. Sie sehen, dass sich an dieser Stelle ein kleines Plus aufgetan hat. Über dieses Plus können Schülerinnen und Schüler später ihre Bilder hinzufügen und das Muster ersetzen. Als nächstes möchte ich das Ganze optisch noch besser gestalten und drücke dafür auf Stil. Unter Stil kann ich entsprechend einen Rahmen auswählen und um das Foto legen. Ich kann diesen auch noch individuell anpassen und zum Beispiel den Stil des Rahmens anpassen. Nun benötige ich noch einen Titel für das Bild.
Dazu erstelle ich ein Objekt, welches ich über das Plus in der Werkzeugleiste hinzufügen kann. Diesmal befinden wir uns nicht im Menü Foto-Video, sondern wir möchten Symbole haben. Dafür gehen wir in dieses Menü herein und nun können wir eine einfache Form einfügen. Dafür nehme ich gerne ein abgerundetes Rechteck. Dieses Rechteck schiebe ich nun unter das Foto und verändere es in der Größe entsprechend. Auch dieses Rechteck möchte ich im Stil anpassen und gehe erneut auf den Pinsel. Ich kann nun unter Stil eine passende Füllung auswählen. Das erstellte Muster möchte ich nun mehrfach kopieren. Dafür tippe ich zunächst einmal auf das Foto. Anstelle von Kopieren gehe ich zunächst auf Objekte auswählen. Ich kann nun zusätzlich das Rechteck auswählen und bestätige mit einem Klick auf Fertig. Nun kann ich beide Objekte gleichzeitig kopieren, ohne dass sie sich weiter verschieben. Ich kann nun an einer beliebigen Stelle des Bildschirms tippen und auf Einsetzen tippen. Es erscheint nun das entsprechende Muster. Diesen Vorgang wiederhole ich so oft, wie ich Objekte haben möchte. Sie sehen, dass die Position der einzelnen Musterfelder noch nicht ideal ist. Ich kann nun wieder auf Objekte auswählen klicken und unten auf Alles auswählen klicken und kann nun alle Objekte gleichzeitig verschieben, sodass ich ein ansprechendes Bild erhalte. Im Anschluss drücke ich auf Fertig und tippe an eine beliebige Stelle im Bild, um die Auswahl aufzuheben. Ich habe nun 8 Musterfelder. Ich möchte nun für die Schülerinnen und Schüler zumindest die Textfelder benennen, damit die Schüler wissen, welche Blätter sie im Anschluss fotografieren sollen. Dafür benenne ich nun die einzelnen Textfelder. Das kann ich tun, indem ich doppelt darauf tippe. Das digitale Arbeitsblatt ist nun fertig. Ich muss das Arbeitsblatt letztlich jetzt nur noch mit den Schülerinnen und Schülern teilen. Das kann ich über den Menüpunkt oben in der Werkzeugleiste tun. Ich möchte dazu die Funktion Teilen verwenden. Ich kann die Präsentation nun über AirDrop an einzelne iPads schicken oder über die Classroom-App einer ganzen Klasse zugänglich machen. Alternativ kann ich die Präsentation auch in meinen Dateien sichern und so beispielsweise bei meinem Lernmanagementsystem wie It's Learning oder iSurf hochladen. Auch wenn die Schule über einen Schulserver verfügt, auf dem individuelle Ordner für Klassen und Schüler verfügbar sind, kann ich die Präsentation im Anschluss aus meinen Dateien auf den Server hochladen. Wenn Sie den Schülerinnen und Schülern die Datei zur Verfügung gestellt haben, dann können diese nun ganz simpel das Arbeitsblatt befüllen. Dafür klicken Sie lediglich auf das Plus und können entweder ein Foto oder Video, das Sie im Vorwege gemacht haben, auswählen oder direkt ein Foto beispielsweise auf dem Schulhof aufnehmen. So können die Schülerinnen und Schüler nach und nach die passenden Bilder zu den Bäumen ergänzen. Ihre Kreativität können Sie bei der Gestaltung dieser digitalen Arbeitsblätter
freien Lauf lassen. Beispielsweise können Sie Ihre Aufgabe verkürzen, indem Sie die Präsentation genau andersrum gestalten. Sie können also fertige Aufnahmen der einzelnen Blätter dort einfügen und die Schülerinnen und Schüler erraten dann im Anschluss die passenden Bäume dazu, indem sie die Textfelder befüllen. Ich hoffe, diese Anleitung zu Keynote hat Ihnen gefallen und Sie können in Zukunft für Ihre Schülerinnen und Schüler ansprechende digitale Arbeitsblätter gestalten.